Alexander fragt Pete Smeet, welche Sachen bringen euch am meisten zum Triggern? Hier kann man eine endlose Liste einfügen. Das ist ja auch super tagesformabhängig. Und die Frage ist auch, in welche Richtung zu triggern. Ja, es gibt auch so bestimmte Sounds, wo ich mir denke, auf einmal so, yeah, baby. Also dementsprechend, ein Trigger muss ja nicht nur was Schlechtes sein. Es gibt also viele Trigger. Es gibt ganz viele Sachen, die mich triggern. Aber bezogen worauf, also die gibt es in der Finanzwelt, in Politik, im Sport. Ich überlege gerade über Gaming. Wir sind ja Gaming-Sachen. Wenn Leute nichts anders tun, als zu versuchen, dir das Spiel einfach nur zu vermiesen oder irgendwie kaputt zu machen oder so. Ja, so Sachen wie, also so Chat und so ein Kram triggert mich irgendwie gar nicht mehr in Multiplayer-Spielen, muss ich sagen. Also sowohl die Sprachnachrichten als auch irgendwelche anderen Chat-Sachen von wegen irgendwie easy und keine Ahnung was. So das, ja, ne, das interessiert mich nicht so wirklich. Aber so einfach nur Spiel kaputt machen, das ist unschieder. Aber es ist das Gleiche. Eine ungerechte Behandlung. Nee, keine Ahnung, wenn irgendwie, also wenn halt wirklich irgendwas unrecht ist. Ich bin da immer einer, der das immer sehr genau nimmt. Sowas triggert mich dann wohl schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum ich so ein Anführungsstrichen Ordnungsfanatiker bin. So sieht das hier nicht aus. Wenn beispielsweise online einem vorgeworfen wird, etwas mit niederen Absichten zu tun. Also, ich bin lieber inkompetent als böse. Weil ich bin auch eher inkompetent als böse. Und böse Absichten machen mich sauer irgendwie, mir die zu unterstellen. Am meisten triggert mich Dummheit. Also leider Dummheit. Oder aber auch Leute, die sehr toxisch sind. Da bin ich dann auch gerne der einer dagegen hält und sich dann davon auch triggern lässt. Ich weiß gar nicht, wo, also ich kann da kaum Beispiele sagen, aber bei sowas lasse ich mich mal leicht triggern. Aber sonst bin ich eigentlich ein sehr entspannter Typ.